Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, an der Schwertküste bei Baldur's Gate 1. In der letzten Folge Bitte haben wir. sucht euch einen Platz aus. Ich bin ganz Ja, vor. Pause machen, dass sie uns nicht ständig dazwischen quatschen. In der letzten Folge haben wir Kalid und Jahira gefunden und damit unsere Gruppe schon mal erweitert. Also, ich werde für den ersten Run oder das erste Playthrough oder wie man es nennen möchte, werde ich die Kanon-Gruppe bilden. Also, da gehören auch Kalid und Jahira dazu, aber es gibt noch verdammt viele NPCs, die man in die Gruppe aufnehmen könnte. Das mache ich dann in meinem zweiten Run, wenn ich einen Barden spiele. So, wir haben Kalid und Jahira. Talisa hat sich oben in den oberen Stockwerken schon mal umgeschaut und dort mit Komischer Kauz. Leuten gesprochen, aber Denn ich immerhin verschwinde jetzt. ist neugierig und möchte nochmal nach oben gehen, alleine, und sich dort umgucken, weil sie meint, vielleicht ist dort noch etwas, was uns auf Denn ich unserer Reise verschwinde noch he jetzt. helfen könnte. Deswegen gucken wir in die Räume, in der ke denen keiner ist, wie hier. Schaffen es nicht, das Schloss zu öffnen. Ja, Emoin ist leider noch nicht so gut im Schlösser öffnen. Wir können das jetzt immer wieder probieren. Dann haben wir vielleicht einmal Glück, dass es gelingt. Aber wohl eher nicht. Übrigens könnten wir versuchen, Emoin selber zu, könnte Emoin sich selber bestehlen, aber nö. Gut, hier kommen wir schon mal nicht rein. Das ist zu gut abgesichert. Hier ist ein Wenn man Edelmann sollte drin. seinen Herrn Nizeets ansprechen. Habt ihr eine Ausrede dafür, dass ihr hier herumlungert? Wenn ihr nicht zum Bettenmachen hier seid, möchte ich, dass ihr geht. Verzeiht die Störung. Ja, raus. Blöde Edelmänner. Hier war, glaube ich, der Zwerg drin. Genau. Den wollen wir auch nicht beklauen. Mit seinem Gürteloger. Hey, geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf! Hey, was soll denn das? Dass ich mir nicht die teuren Zimmer leisten kann, bedeutet ja noch lange nicht, dass ihr hier reintanzen könnt. Wann ihr wollt. Ja. Wir könnten jetzt ihn jetzt fragen. Also ja, das ist alles eigentlich nur Nebentext ohne wichtige Bedeutung. Deswegen lassen wir den einfach in Ruhe. Ist aber nett gemacht, dass man mit den mit NPCs, die eigentlich gar keine Bedeutung haben, auch ein bisschen Konversation führen können und die uns sogar was zu sagen haben. Und ja, ich glaube, Imoen hat noch nicht das nötige Level, um hier irgendwas zu öffnen. Weil Imoen hat ihre Diebesfähigkeiten hier. Schlösser öffnen 25%, List 30, Fallen entschärfen 30, Taschendiebstahl und so weiter. Und die Schlösser sind wohl noch etwas zu schwierig für Imoen. Also kriegen wir sie nicht auf, was ein bisschen blöd ist. Weil die Zimmer hier sehen wirklich ziemlich stark nach Edelleuten aus. Aber wir kommen an nichts ran hier drin. Nein. Schlösser öffnen, fehlgeschlagen, leider. Und hier in dem reichen Zimmer werden wir wahrscheinlich auch nichts. Sowieso nichts. Ja, das ist nur ein Edelmann. Was hat das Eindringen zu bedeuten? Ich zahle gutes Geld dafür, nicht gestört zu werden. Mit welchem Recht stört ihr meine Privatsphäre? Darf ich fragen, was euch in den feuchten Abend führt? Nein, ganz sicher nicht. Das ist meine Angelegenheit und so soll es auch bleiben. Haut hier ab, sonst rufe ich die Wachen. Okay. Garstiges Volk. Edelleute eben. Gucken wir eine Etage höher, ob wir da vielleicht Chancen haben. Ah, hier ist es schon mal etwas nicht verschlossen. Oh, eine Lederrüstung. Die nehmen wir einfach mal mit. Da ist die Zwergin oder Gnomin. Gibt ja ziemlich viele verschiedene Völker hier in Ferun. Oder Ferun oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Ja, die ganzen Spiele, die sich so durch die vergessenen Reiche gezogen haben,
Also Ferud ist, glaube ich, sogar der Ingame-Name für Vergessene Reiche. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber so hatte ich das immer im Gefühl. Ja, in Ferud gibt es sehr viele verschiedene Völker. Also, das hat man ja schon bei der Charaktererstellung gesehen. Es gibt Halbelfen, Halblinge. Also ja, Hobbits gibt's auch. Aber hier können wir wirklich nichts klauen, schade. Beziehungsweise etwas suchen, was uns auf unserer Reise helfen könnte. Hier haben wir noch einen Edelmann. Wird aber auch langsam Zeit, dass ihr kommt. Hier, diese Kittel müssen bis heute Abend gewaschen und geplättet werden. Sei besonders mit den güldenen Pantalons vorsichtig. Da haben 15 Frauen und ein kleiner Junge aus Kalimshan 12 Tage und 4 Nächte dran gewebt. Also achte auf die Nähte. Hier, und poliere mir das hier. Los an die Arbeit. Gut, hier gibt's ein kleines, eigentlich was zum Schmunzeln, könnte man eher sagen. Wir könnten nämlich diese goldenen Pantalons an uns nehmen. In Baldur's Gate 2 kann man dann noch silberne und bronzene finden. Und aus den drei Pantalons zusammen kann man sich dann eine Superrüstung ercheaten, sozusagen. Nur kann man die goldenen Pantalons nicht nach Baldur's Gate 2 importieren. Deswegen hat es eigentlich gar keinen Sinn, die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen. Aber da der Kerl so unhöflich ist, nehmen wir ihm die Pantalons einfach ab und verkaufen sie irgendwo. Ja, so sehr ich auch immer davon geträumt habe, goldene Pantalons zu besitzen, muss ich doch gestehen, dass ich nicht die Putzform bin, die ihr erwartet habt. Ja, verehrter Herr, Pantalons bis heute Abend gepresst oder gebügelt oder das Frühstück ist gratis, mein Herr. Packt eure Wäsche weg, na, ich bin weder Schneiderin, Dienstmädchen noch Mutter eines solchen Fatzkes wie ihr. Nein, wir lügen ihn einfach an, da hat Imoen gar keine Skrupel davor. Sie ist ja eine ziemlich freche Diebin und nimmt sich die Pantalons an sich. Du bist hier zum Dienen. Da heißt lächeln und immer schön hopp hopp. Los an die Arbeit mit dir. Es gibt keine Münze Trinkgeld, wenn ich eine einzige Träne sehe. Ja, der hat es definitiv verdient, dass wir ihm die hier abnehmen. Goldene Pantalons. Pantalons in einer Qualität, die bis dahin weder Mensch noch Tier bekannt war. Ein sportlicher Schnitt und Tragekomfort, der sanft unterstützt und zugleich verwöhnt. Umschmeichelt eure Schenkel, betört eure Waden, erfreut euch an goldenen Pantalons noch heute. Ja, das ist so ein Easter Egg, kann man sagen. Hosen, die ihr mit Stolz eurer Mutter zeigen würdet, falls Mutter eine forsche Reiterin und tapfere Kämpferin wäre. Ja. Gut, wir verlassen den freundlichen Arm jetzt dann mal. Beziehungsweise wir gucken noch, dass wir die Ringe loswerden, die wir haben. Denn ich verschwinde jetzt. Beinahe unter meiner Würde. Können wir ja hier bei ihm verkaufen. Die sich anständig benehmen. Ja, was habt ihr zu verkaufen? Genau. Hier ist Handeln. Die Ringe, die Lederhose. Und ja, wir könnten die goldenen Pantalons für eine Goldmünze verkaufen. Haben wir ihm trotzdem eins ausgewischt. Ups. Ja, hier funktioniert das noch nicht ganz so gut. Stabschleuder, Schriftrollen. Was steht hier? Mein lieber Freund Gorion. Und das hier war das Kopfgeld. Ja, Kopfgeld brauchen wir eh nicht. Können wir also verkaufen. Ja, wir verkaufen es für eine Goldmütze. Er würde es für zwei Goldmützen wieder verkaufen. Ja, gut. So kann man auch Geschäfte machen. Gut. Jetzt erst einmal raus hier. Nichts leichter als das. Dort liegen noch immer die Überreste vom Magier rum. Hier müsste übrigens genau ein Tempel sein. Ich will mal kurz gucken. Wir haben 106 Goldmünzen. Also können wir es geradewegs vergessen, irgendwas damit zu kaufen noch. Weil ein einfacher Heiltrank kostet fast schon 100 Goldmünzen. Und mit 7 Heiltränken dürften wir einigermaßen über die Runden kommen. Jedenfalls bis nach Nashkel, nach Süden runter. So.
Und ich glaube, dort begeben wir uns am besten auch gleich mal hin. Also wir nehmen die Straße südlich durch Berikost. Bei Berikost waren wir ja fast schon. Und dann weiter die Handelsstraße nach Nashkel runter. Weil Khaled und Yahira wollten nach Nashkel. Und wir haben ja auch gehört, dass irgendwas dort unten vorgehen sollte, was mit der Eisenknappheit zu tun hat. Da wir ja jetzt schon mehrmals überfallen wurden von irgendwelchem Gesindel, also hier einmal vom Magier und nachts von der gepanzerten Gestalt, also auf uns ist auf jeden Fall ein Kopfgeld ausgesetzt, wäre es vielleicht gut, etwas über die Vorkommnisse herauszufinden, die mit der Unterwelt zu tun haben. Vielleicht finden wir dann auch heraus, wer es auf uns abgesehen hat. So. Beinahe unter meiner Würde. Weil die Tatsache, die wir auf jeden Fall wissen, also mal abgesehen davon, dass wir hier schon was erkundet haben. Ich schweife ab, Entschuldigung. Wir wissen, dass irgendwas das Eisen kaputt macht in der Region. Also das haben wir selber am eigenen Leib erfahren dürfen. Unser Schwert, was wir teuer bei Windtrop gekauft haben in Kerzenburg, ist beim Kampf gegen den Magier zerbröselt. Das passiert übrigens nur mit nicht magischen Waffen und auch nur ziemlich am Anfang des Spiels. Später dürfte das, glaube ich, irgendwann nicht mehr vorkommen. Aber später haben wir wahrscheinlich eher auch alle magische Waffen. Oh, und es passiert übrigens nur mit Waffen, nicht mit Rüstungen. Aber es passiert trotzdem, deswegen sollten wir eigentlich immer gucken, dass wir Ersatzwaffen haben. Und Kreisschlinge töten. Ja, wir haben jetzt schon mal zwei Kreisschlinge, und zwar richtige Kreisschlinge, diesmal keine kränklichen. Gut. Aber sie haben etwas Geld dabei. Und selbst die neuen Goldmützen machen wir uns die Mühe, sie aufzusammeln, jetzt noch. Weil jetzt im Augenblick haben wir nicht viel Geld. Das könnte sich aber irgendwann noch ändern. Au. Und wir müssen aufpassen. Kreisschlinge machen doch noch etwas Schaden. Ich tue mein Bestes. So. Oh, sogar ein Edelstein. Eure Dienerin steht zu eurem. Was wollt ihr? So, Yahira braucht doch nicht heilen. Bei 3 Trefferpunkten, die fehlen, ist das Overkill. Weil. Ich lese auch mal die Zauber vor, wenn sie wichtig sind. Also kleine Wunden heilen, leichte Wunden heilen. Wenn der Priester diesen Zauber angewendet und dem Empfänger die Hände auflegt, kann er 1W8 Schadenspunkte an Wunden oder anderen körperlichen Verletzungen heilen. Diese Heilung wirkt weder auf körperlose noch auf leblose Wesen oder solche von anderen Existenzebenen. Also wir können es nicht auf Geister anwenden und wir können es nicht auf Untote anwenden und auch nicht auf Feuerelementare. Die Heilwirkung ist permanent, bis der Finger erneut verletzt wird. Ebenso können verursachte Wunden auf natürliche oder magische Weise geheilt werden. Ja, also das ist einfach der kleine Heilzauber, einer der wichtigsten Zauber überhaupt. Okay, das Schild Berik aus dem Süden. Und hier läuft jemand rum. Hey da! Andut, schnell nach Berikost muss ich. Gouverneur Kennard muss erfahren, dass Verstärkung zu ihm unterwegs ist. Berikost soll gegen Angriffe aus Am befestigt werden, obwohl Am solche Absichten leugnet. So etwas leugnet man natürlich, diese falschen Schlangen. Platz für den Boten. Ja, das gab keinen neuen Tagebucheintrag. Auch schade. Das Gebiet hier gucken wir uns auf jeden Fall noch vollständig an, weil wir haben ja gehört, dass hier ein Oger sein Unwesen treiben soll. Aber unsere kleine Gruppe kann sich noch nicht mit einem Oger anlegen. Ein Oger macht nämlich genug Schaden, um Talisa zu one-hitten. Wenn er mal trifft natürlich. Und die können treffen. Also, auf nach Berikost. Womit kann ich dienen? Ja, ein kleines Zwischenvideo. Hallo. Wisst ihr, wo ihr hin müsst? Ihr seht recht umgänglich aus. Daher will ich euch meine Dienste als Stadtführer anbieten. Was wollt ihr hier in Berikost? Wir können nach einem bezahlbaren Wirtshaus fragen. Wir können nach einem luxuriösen Wirtshaus fragen. Wir können nach Waffen fragen.
Oder wir können nach einer Taverne fragen. Ich frage mal lieber nach Waffen und Rüstung.